Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Bei meinem Handy-Lifehack-Video hatten einige gefragt, ob ich vielleicht auch mal ein Tutorial machen kann, wo ich zeige, wie man Kopfhörer verschönern kann. Wir haben ja schon öfter Handyhüllen verschönert, aber Kopfhörer haben wir noch nicht gemacht. Und daher heute eines, wie ihr eure Kopfhörer ein bisschen aufpeppen könnt, und zwar mit Wolle oder Fäden. Und dafür braucht ihr einfach einen Knäuel Wolle. Ihr könnt auch verschiedene Farben benutzen, ganz wie ihr möchtet. Also nicht allzu dicke Wolle. Ich habe hier einen Baumwollfaden benutzt von der Stärke 3 bis 4. Da steht immer auf den Etiketten der Wolle drauf. Also ihr könnt einfach nehmen, was ihr zu Hause habt oder vielleicht noch was einkaufen, wenn ihr was besonders Hübsches seht. Ganz wie ihr möchtet. Wie gesagt, ich habe hier einen Baumwollfaden benutzt in Rosa. Und ich habe ganz einfache Samsung-Kopfhörer genommen, die waren bei dem Handy dabei. Und das ist wirklich eine ganz einfache Methode, da braucht ihr nur Knoten für. Und dann ergibt sich hier dieses super schöne Muster. Das ist auch, das kennt ihr vielleicht als Freundschaftsarmband. Da wird das auch ganz gerne gemacht. Katharina hat auch schon mal ein Tutorial als Haarschmuck gemacht damit. Das funktioniert auch super. Und ja. Dann zeige ich euch gleich im Verlauf des Videos, wie das Ganze funktioniert. So, ihr startet mit eurem Faden und dem unteren Teil des Kopfhörers. Und als erstes macht ihr erstmal einen Knoten um das Kabel. Also so eine Schlinge nehmen und den Faden von hinten durchheben. Ich ziehe jetzt das Knäuel durch den ganzen Faden, also durch die Schlinge durch, das komplette Knäuel. Und mache hier einen Knoten. So, an das Kabel. So, schön festziehen. Und das Ende ziehe ich dann nach unten. Richtig hier an das Ende. Dann lege ich das Ende des Fadens, das kurze hier, parallel. Und mache dann weiter. Ich nehme hier eine Schlinge, die lege ich hier so auf die Seite, auf die linke. Und komme dann von hinten mit dem Knäuel und hebe das gesamte Knäuel durch die Schlinge. So, ziehe das Ganze fest und das Ganze gibt dann einen Knoten um das Kabel. So. Und wieder die Schlinge von hinten kommen und durchziehen. Gucken, dass der Faden parallel liegt und mit eingeknotet wird. Ganz gut, wenn er so bei 2-3 Knoten mit drin ist, dann ist er befestigt und dann kann man ihn gleich auch außen vor lassen und dann einfach abschneiden. Es ist nur am Anfang wichtig, dass der halt fixiert wird und sich nicht auflöst. Und wieder auf der linken Seite die Schlinge und von hinten mit dem Knäuel durchkommen. Man sieht schon, das Ganze ist jetzt so ein bisschen versetzt und dadurch entsteht das Muster. Und wieder von der linken Seite die Schlinge rüberlegen und von hinten mit dem Knäuel durch. Und festziehen. Ich lasse den Faden jetzt außen vor. Festziehen. Und wieder rum. Und von hinten wieder durch. Festziehen und wieder auf die linke Seite legen und wieder von hinten rum durchheben und festziehen. Und wieder linke Seite durchheben. Und festziehen.
Und wie gesagt, das Muster ergibt sich hier von ganz allein. Das geht hier jetzt schon so ein bisschen rum. Ups. Hier wieder rum. Also mit der Zeit kriegt man da so ein bisschen Übung für und das geht dann auch relativ schnell. Ich habe es jetzt langsam gezeigt. Hinten rum, durchholen, festziehen. Es ist immer eine Bewegung. Dauert zwar ein bisschen, aber wenn man ein bisschen den Anfang hat und ein bisschen drin ist, dann geht das wirklich relativ schnell. Man kann auch ein bisschen Fernsehen gucken dabei oder so. Also wie gesagt, es ist immer diese gleiche Bewegung die ganze Zeit. Ihr müsst nicht großartig aufpassen. Ups. So. Da hat es sich einmal verschlungen, das Kabel. Und hier wieder dran. Hier sieht man schon die erste Drehung. Und gleich zeige ich euch noch, wie man das Ganze abschließt. So, ich bin jetzt fast fertig. Ich habe hier das ganze Stück ummantelt. Und hier an dem Übergang, wo sich das Ganze aufspaltet, habe ich einfach an einem weitergeknotet, hier den Übergang gemacht, das Stück so ein bisschen offen gelassen und dann einfach weitergeknotet. Ich habe den Kopfhörer oder das Kabel, das zu dem Kopfhörer führt, an dem die Lautstärkeverstellung ist, offen gelassen. Ich finde das ganz praktisch, da kann man dann gut unterscheiden, welcher zu welchem Ohr führt, also rechts und links als Unterscheidung. Und dann habe ich hier einfach weitergeknotet. Wenn ihr aber beide ummanteln möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Dann setzt ihr hier einfach neu an und knotet mit einem zweiten Faden weiter. Das funktioniert ganz genauso, wie ich den Anfang vorhin gemacht habe. Und ich zeige euch jetzt den Abschluss. Ich knote jetzt hier an dem Kopfhörer weiter. Ganz genau wie das Ganze, den ganzen Kopfhörer hindurch. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht abrutscht. So. Herum. Und ich glaube, noch einer passt noch mit rein. Na. Das ist jetzt ein bisschen kurz. So. Einfach durchziehen das Ganze. So, und dann ist es auch fest. Einfach zuziehen. So, und das soll auch der letzte gewesen sein. Man sieht hier noch den Verlauf. Und jetzt nehme ich ein bisschen Sekundenkleber und fixiere das Ganze. Das sind ja schon E-Knoten, aber damit das Ganze überhaupt nicht mehr aufgehen kann, gebe ich einen ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber da dran. Und dann ist das Ganze wirklich super fest verschlossen. Ihr könnt auch andere Klebe nehmen, das dauert dann zwar ein bisschen länger, bis die trocknet, aber das hält auch. Das ist immer ganz praktisch, wenn man mit Fäden arbeitet, kann man das Ganze dadurch super gut versiegeln mit Klebe. Und dann einfach den Faden abschneiden und man hat hier den Abschluss hundertprozentig fertig. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und wenn das so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr noch Anregungen, Ideen oder Wünsche für unseren Kanal habt, einfach unten in die Kommentare damit. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, dann lasst uns doch einfach ein Abo da oder schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Und vielleicht haben ja auch eure Freunde Spaß an dem Video, also teilt es vielleicht mit ihnen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.